Erwin Stroth, 75 Jahre alt, ist ein Mann der Taten, der eine Vielzahl von Ehrenämtern ins Leben gerufen hat. Seine Frau Ursel Stroth, die leidenschaftlich gerne malt, unterstützt ihn dabei. Sein allererstes Ehrenamt war die offene Weihnacht, die er 25 Jahre lang geleitet hat und heute noch unterstützt. Hier treffen sich alleingebliebene Menschen, um die besinnliche Weihnachtszeit mit Gleichgesinnten zu verbringen. Mit seinem Projekt Wohnen für Hilfe führt er Studenten und hilfsbedürftige Senioren zusammen. Studenten, die eine günstige oder gar kostenfreie Unterkunft benötigen, helfen hier den Senioren im Haushalt, bei Gartenarbeit und sonstigen Arbeiten und können dafür kostengünstig Unterkunft bei diesen beziehen. In diesem Jahr wurden bereits 32 Wohnpartnerschaften vermittelt. Uns hat interessiert, wie er auf die Idee der zahlreichen Ehrenämter gekommen ist und ob es bestimmte Beweggründe hierfür gibt. Zum Beispiel bei diesem Projekt Wohnen für Hilfe. Das hat die Stadt 3 Jahre gemacht. Und nach 3 Jahren hat sie vom Land kein Geld mehr gekriegt und dann haben sie gesagt, wir beenden das. Fanden das aber selbst gar nicht gut, es zu beenden. Und haben dann überall erzählt, dass sie eigentlich das Programm gerne fortsetzen würden und nach einer günstigen Möglichkeit suchen. Und dann habe ich einfach die Hand hochgehoben und habe gesagt, ich mache es weiter. In den Anden in Peru unterstützt der ehemalige Gymnasiallehrer vom Staat vernachlässigte Schulen und versorgt diese mit Lehrmaterialien, um einen erfolgreichen Schulabschluss für die Schüler zu garantieren. Seit nun 12 Jahren leitet er den Seniorentreff Hansahof und lädt hier zu Gesellschaftsspielen und einem gemütlichen Beisammensein ein. Wir haben gefragt, wie er die Senioren davon überzeugt, sich fremde Hilfe ins Haus zu holen. Sie sprechen den Schwachpunkt dieses Projektes an. Die alten Leute tun sich schwer damit, überhaupt jemanden reinzunehmen. Das sind alles noch ältere Menschen, die in der Nachkriegszeit groß geworden sind. Das ist eine Zeit, wo man sagte, ich mache alles selbst und ich kann alles selbst und ich brauche keine Hilfe. Und es fällt einigen Menschen schwer, Hilfe anzunehmen und zuzugeben, dass man Hilfe gebraucht. Und da kann ich nur eins machen. Regelmäßig in der Zeitung erscheinen, dass ich es immer noch mache. Und dann ist es die Mund-zu-Mund-Propaganda. Zu guter Letzt ist er noch im kirchlichen Bereich als Lektor, Kommunionhelfer oder bei der Firmung tätig.